1945. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Eine unabhängige Polizeibeauftragte für Berlin, das Zusammentreffen mit Polizisten und Polizisten stellt für die Bürgerinnen und Bürger eine Begegnung mit dem Staat dar. Und weil die Polizei das staatliche Gewaltmonopol ausübt, ist das eine besondere Begegnung. Klar ist, der Polizeiberuf ist keine einfache Aufgabe und die allermeisten Polizisten leisten gute und rechtmäßige Arbeit. Bei polizeilichen Fehlverhalten oder gar Polizeigewalt haben wir aber ein Aufklärungsproblem. Die Statistik zeigt, die große Mehrheit von Fällen bei unrechtsmäßigen Polizeihandeln bleibt unaufgeklärt. Die Gründe dafür sind vielfältig, wenig Fehlerkultur. Das erleben wir übrigens auch immer wieder im Innenausschuss. Halbherzige Ermittlungen, reflexhafte Gegenanzeigen von Polizisten. Auch hier im Parlament stoßen unsere Möglichkeiten der Aufklärung schnell an ihre Grenzen. Wir stellen kritische Fragen zu Polizeieinsätzen oder fordern Berichte an und bekommen dann vom Innensenator oder vom Polizeipräsident die Antwort, alles rechtsmäßig gelaufen, keine Fehler gemacht und damit ist die Sache erledigt. Erinnern wir uns an den Polizeieinsatz in der Alice-Salomon-Hochschule. Die Polizei stürmt das Gebäude, hält alle Personen in der Aula fest und beschlagnahmt ein Transparent gegen Nazis. Gleichzeitig geht sie nicht gegen Hitlergrüße auf der rechten Demo vor. Es gab dazu viele folgenlose Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern und auch hier im Abgeordnetenhaus ist das behandelt worden, aber wirklich untersucht wurden die Ereignisse immer noch nicht. Das, meine Damen und Herren, ist ein Problem und das ist schädlich für das Vertrauen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei. Genau dieses Problem wollen wir mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf der Oppositionsfraktionen angehen. Wir wollen die Institutionalisierung einer unabhängigen Stelle außerhalb des Polizeiapparats. Es soll eine Beauftragtenstelle geschaffen werden und mit umfangreichen Ermittlungsbefugnissen ausgestattet werden. An diese Stelle können sich alle Menschen und übrigens auch die Polizeibediensteten selbst mit Vorschlägen, Kritik und vertrauensvollen Anliegen selbstverständlich wenden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einigen Jahren hat Rot-Rot die Kennzeichnungspflicht in Berlin eingeführt. Damit haben wir in Berlin bewiesen, dass wir unseren Polizeibediensteten vertrauen und dass wir keine Angst vor Transparenz und Fehlerkultur haben. Auch damals gab es ähnliche Bedenken wie jene, die heute vorgetragen wurden. Inzwischen gehört die Kennzeichnungspflicht zum Grundwesen der Berliner Polizeibehörde und die Erfahrungen fallen äußerst positiv aus. Nicht mal Frank Henkel kann noch irgendeinen Grund finden, sie wieder abzuschaffen. Das ist ein großer Erfolg, meine Damen und Herren. Die Umsetzung einer unabhängigen Beauftragtenstelle wäre nun die logische Fortsetzung des Projektes der bürgernahen Polizeibehörde. Leider haben SPD und CDU in den letzten 5 Jahren nicht weiter an diesem Thema gearbeitet. Im Gegenteil, wenn wir im Innenausschuss über umstrittene Polizeieinsätze beraten, ließ der Innensenator, wenn er überhaupt kommt, nichtssagende Zettel vor und die SPD hat überhaupt keine kritischen Fragen. Deshalb braucht es an dieser Stelle einen Vorstoß der Opposition. Meine Damen und Herren, was wir hier beantragen, ist anderswo übrigens selbstverständlich. Nicht nur Rheinland-Pfalz, was Herr Lux schon bereits genannt hat, hat positive Erfahrungen mit einem unabhängigen Beauftragten gemacht. Auch in vielen Ländern Europas und der Welt sind unabhängige Beschwerdestellen ganz normal, zum Beispiel auch in Großbritannien, Belgien, Norwegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben,
sich bei einer objektiv handelnden Stelle im Falle von Verstößen gegen ihre Freiheitsrechte zu beschweren. Zudem müssen wir unseren Polizeibediensteten die Gelegenheit geben, sich ohne Angst vor dienstlichen Benachteiligungen über Missstände und Fehlerverhalten zu äußern. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Grundlage für eine gut funktionierende und sich ständig verbessernde Polizeibehörde. Herzlichen Dank.